Hallo, Herr Grube. Hallo, ich habe mir diesen Antrag jetzt angeguckt. Das ist so ein Prozess jetzt einzugeben und auch nochmal Ihren Mitarbeitern zu sagen, dass das. Die Fahrzeuge sind grundsätzlich alltagstauglich. Das heißt, die Kunden haben uns zurückgemeldet. Sie sind extrem zufrieden mit der Fahrdynamik des Fahrzeugs, dem Anfahrverhalten, der Beschleunigung, auch der Höchstgeschwindigkeit. Es gab dann allerdings natürlich auch die Rückmeldung, die Infrastruktur, das Tankstellennetz muss sicherlich deutlich erweitert werden. Das ist eine der Hauptaufgaben für die nächsten Jahre. Wasserstoff lässt sich als Energieträger aus jeder Energiequelle herstellen. Wasserstoff wird völlig emissionsfrei in der Brennstoffzelle umgewandelt und Wasserstoff hat einen weit höheren Wirkungsgrad in einem Brennstoffzellenfahrzeug als jeder andere Energieträger oder Energiequelle. Wir wissen oder wir haben es ja erfahren müssen, dass in den letzten Jahren die Preise für Benzin und Diesel sehr stark gestiegen sind. Die Preise werden aufgrund der begrenzten Ressource und der Nachfrage noch weiter steigen. Dann werden sie alleine über die Wirkungsgradverbesserung und die damit höhere Wirtschaftlichkeit eine Wirtschaftlichkeit dieses Energieträgers erreichen. Pipeline Transport haben wir hier bewiesen, dass das viel billiger ist, als eine Produktionsanlage zu erzeugen. Und Verdichter, ionischer Verdichter ist auch effizienter als andere Verdichtertechnologien.
Wir sind bereit jetzt für nächste größere Projekte auf dem Gebiet. Ein Brennstoffzellenfahrzeug mit Druckwasserstofftanks genügt denselben Sicherheitsanforderungen wie alle unsere Serienfahrzeuge. Wir führen auch die identisch gleichen Crashtests mit diesen Fahrzeugen durch. Zum Beispiel hat die A-Klasse mit Brennstoffzelle, die heute auf der Straße ist, genau dieselben Versuche, Unfallversuche durchlaufen wie die Serien-A-Klasse. Und sie hat diese alle bestanden, sonst hätten wir das Fahrzeug nicht auf die Straße gebracht.